Daniela Cardoni-Suka, hallo. Wir produzieren Apps und E-Books im EPUB-Bereich, im besonderen EPUB 3, für Kinderbücher ganz speziell. Das ist unsere Stärke mit unserer Leidenschaft, die wir auch da gerne dem Publishing-Welt helfen. Und konzentrieren uns auf Kinder zwischen 2, 3 bis ungefähr 6 bis 8. Was Sie hier sehen, ist eine unserer Beispiele für App, wo wir versuchen, auch den Kindern nahezubringen, wie sie interaktiv was lernen können. In diesem Fall mit Claude, eine Property, die vom ZDF Enterprises kommt. Und wo wir auch den Eltern auch ein bisschen nahelegen wollen, wie interessant und viel Spaß es machen kann, weil viele Eltern haben so ihre Angst, dass das Buchgefühl verloren geht, tut es hier nicht. Ich zeige Ihnen einfach mal hier ganz schön gemacht. Hier haben wir die Erkennbarkeit von Claude, das die Kinder auch aus dem Fernsehen kennen. Und die Möglichkeit, hier sehr spielerisch mit Claude umzugehen. In diesem Fall haben wir verschiedene Bereiche, bedienen wir. Das eine ist ein Puzzle, sehr klassisch für die kleinen Kinder, dass sie damit spielen können. Hier haben wir einen Malenbereich oder auch eben das klassische Memo. Wenn man hier so drauf drückt, geht Claude über die Straße. Natürlich guckt man vorher, was man da macht. Geht über die Straße und geht dann hinein, um dann das auszulösen. Das Kind kann dann, wenn es dann angefangen hat, Memo spielen und kann einfach dann spielerisch für sich die Möglichkeit finden und suchen und bis einfach irgendwas zusammenpasst. Auch was in diesem Spiel auch mit drin ist, ist auch das Malen. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier zweimal drauf drückt, geht es dann ein bisschen schneller, dass man nicht das immer abwarten muss. Auch Kinder können hier, wenn es gerade hier kleine Kinder sind, können kratzen, bis die Farbe da erscheint. Oder sie können zum Beispiel sagen, nein, ich möchte selber malen, suchen sich eine Farbe aus und können hier flächenmäßig ihren Spaß haben. Können sich dann die Farbe aussuchen, hier haben wir dann braun. Was auch sehr schön ist, dass man dann diese Bilder auch speichern kann und später seiner Oma schicken kann. Das ist jetzt zum Beispiel ein Bereich App für Kinder. Wir haben auch vorhin darüber geredet, dass wir auch im EPUB-Bereich, also im Publishing-Bereich, da haben wir jetzt ganz aktuell zum Beispiel bei unserem Mika, haben wir jetzt im iPub-Bereich die Möglichkeit zu zeigen, wie man im iBook-Bereich hier auch schön das Buch zum Erlebnis wird. Und man kann, es öffnet sich in dem Format, wie man es im iBook kennt. Und es kann einem vorgelesen werden. Oder man kann als Mutter oder als Vater seinem Kind es vorlesen. Und zeitgleich ist, was man aus der App-Welt kennengelernt hat, das Erlebnis, dass man auf Sachen drücken kann und es passiert was. Hier geht ein Licht an, das Text kann nach vorne kommen, man kann es vorlesen lassen. Und die Geschichte kann sich auch hier sehr schön entwickeln. Ein Grundunterschied zwischen Apps und iBook oder EPUB zum Beispiel ist, dass im App-Bereich man noch diese zusätzlichen Funktionen hat, wie Koloren, Malen, Puzzles, Memo. Und im iBook-Bereich oder im EPUB-Bereich die Bücher wirklich bei Büchern bleiben, aber nichtsdestotrotz interaktiv sind. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit ein bisschen was nahebringen.